So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche und heute Abend wird es auch die nächste Raid Mania geben. Leider immer noch mit Cabo Fala, aber ist okay, ich habe ja gesagt, ich mache jede Raid Mania, die ich mitnehmen kann, euch zuliebe. Dass ihr da Raidmania-Punkte kassieren könnt, dass es immer fair ist, dass nicht ein Monat man nur zweimal die Chance hat, Punkte zu holen, sondern dass man wirklich jeden Monat diese vier Wochen, diese vier Chancen, diese vier Raidmanias nutzen kann. Egal, was da für ein Boss drin ist, ob der Shiny sein kann oder nicht, wird es von mir dann immer eine Raidmania geben. Und wenn ich da vielleicht noch 100 davon abgreifen kann, ist das doch auch eine feine Sache. Außerdem ist es jedes Mal spannend zu sehen, wer es schafft, reinzukommen, wer einlädt, wo die Einladungen herkommen, von wem, aus welchen Orten und dann immer die Auswertung dazu. Finde ich eine feine Sache, aber das jetzt genug zur Raid Mania, denn die ist erst heute Abend 18 bis 19 Uhr, also Raid-Stunde für euch. Und ich würde mich freuen über zahlreiche Einladungen, auch wenn es eben nicht der beste Raid-Boss ist. Ansonsten fangen wir jetzt direkt an mit den Highlights der Woche. Ich kann gleich vorweg sagen, ich habe diesmal nicht so viele Sachen bekommen. Komischerweise hat sich kaum jemand getraut, mir was zu schicken. Aber ich sitze hier und es muss weitergehen und Videostart kommt. Irgendwie klaue ich immer die Sachen von der Tourine in letzter Zeit. Und wie ihr seht, ist die neue Brille immer noch nicht da. Dafür sind Augenringe da und alles andere Zermatschte ist da. Aber ich denke mal, bis nächsten Mittwoch ist die definitiv dann fertig und dann sieht auch wieder alles anders aus. Angefangen hat die Woche hier bei mir selber, da bin ich nämlich mit Fetty Krüger Glücksfreunde geworden. Das finde ich natürlich immer sehr cool, wenn ich mit mir selber tauschen kann, ja. Dann haben wir hier ein Bild von Zelda. Ramses bei den Five Guys, nur zur Info, Ramses heißt Shadrago, weil ich durch seine Raid-Einladung das Shiny bekommen habe. Das bin also nicht ich. Das ist Shadrago, was Ramses heißt, bei den Five Guys. Kennt ihr die Five Guys? Ich kenne nicht die Five Guys, ich kenne nur die Jackson Five. Aber Five Guys kenne ich nicht, sieht aber gut aus, wenn ich mir den Becher angucke, würde ich da auch am liebsten jetzt sitzen und irgendwas essen. Dann habe ich hier so einen Screenshot gemacht, das ist Hilarious. Die Entwicklung eines Wrestlers aus Gilberg wird Ryback und aus Ryback wird Goldberg. Gilberg, Goldberg, Ryback. Findet ihr die Reihenfolge richtig oder würdet ihr Gilberg, Goldberg und dann Ryback machen? Aber Ryback, das steht niemals über Goldberg, das ist ja nur eine Kopie. Goldberg auf jeden Fall heftig, der Boss. Früher, jetzt nicht mehr und dieses Wochenende ist WrestleMania. Muss man auch nochmal kurz Schleichwerbung machen. Dann bin ich Glücksfreund geworden mit Ramses Raid Mania, also dem Account, der auch immer zu den Community Raids einlädt. Dann, ihr wisst nicht, was ein Community Raid ist, habe ich mir schon gedacht. Dann hat Zelal mich wieder überhäuft mit ganz vielen Bildern. 100er Owei bei ihm, ein wildes Bruder Landa mit 1200, 100er Baumboll. Irgendwann finde ich mal heraus, wo der Staub wohnt und lege mich auch einfach mitten in seine Wohnung. Finde ich eine sehr geniale Vorstellung. Shiny Sengo mitgenommen, Shiny Owei. Erlöstes 100er Flurmel, 100% Kinoso. Shiny Huthut, Shiny Fritzel Blitz. 100er Baumboll, Shiny Kassadur, Shiny, 100er Pummeluff, wir sind immer noch bei Zelal, 100er Schwalbini, Shiny Kassadur, nochmal 100er Pummeluff. Also denke ich wieder, ich habe alles doppelt und dreifach. Shiny Raupi, Shiny Zerpurze, Shiny Owei, Tag und Nacht, 100er Samurzel, erlöstes 100er Flurmel, hä, das haben wir doppelt. Egal, ist alles durcheinander. Dann, oh mein Gott, jetzt Sören, ein einfacher Tausch, 100% Huthut. Das ist auf jeden Fall viel wert. Dann, kein Baumboll, aber ein Shiny bekommen immerhin vom Pummeluff mit diesen grünen Augen, die auf jeden Fall richtig schön pfeffigrün aussehen. Guckt euch das an. Jenna hier mit einem Shiny Owei plus einem, ich glaube, erlösten 100er Kickli aus Neuss. Auch sehr cooles Pokémon. Koselinchen hier. Na, das war doch mal wirklich Glück, ne? Ich habe immer noch, ich sehe ja nichts, deswegen ein 100% Glücks-Kyogre erlöst. Ein 100% Glücks-Kyogre. Wenn das jetzt noch Shiny wäre, dann direkt Schocker der Woche. Vielleicht so auch Schocker der Woche. Aber ihr werdet sehen, was Schocker der Woche ist. Ich habe nämlich diesmal keinen Plan gehabt, was von den Sachen ich dann nehmen soll.
Coselinchen hier auch 100% Imantis zu Mantidea entwickelt. Erlöst. Dann Mangunior zweimal Shiny. Okay. Gut, das ist dasselbe. Das ist nur bewertet, einmal nicht. Coselinchen, was machst du da? Dann ein beim Aluhut Shiny Remoraid, Shiny Schmerbe, Shiny Pikachu mit Hemd, ne? Wird ja wieder wärmer. Dann Teasor hat mir einen Screenshot geschickt. Da war es wohl schneller, zumindest bei meinem Handy. Da bin ich natürlich besonders stolz drauf, dass der Ramses schneller war, ja? Und das, obwohl er nicht mal der Yantic Partner ist. Beziehungsweise merke ich daran, dass ich es immer noch nicht verstehe, wie das läuft, weil ich ja immer denke, dass die Niantic Partner sozusagen vorab ihre Informationen dann bekommen und können aus diesen Informationen dann schon mal ihr Video vorbereiten, und sobald Niantic das offiziell mal postet, in dem Moment haben sie die Freigabe, das Video, was sie schon vorbereitet haben, auch zu posten. Wirkt aber irgendwie nie so, weil immer das offiziell gepostet wird, ich mich dann hinsetze, dieses offizielle aufnehmen, bespreche, das dann hochlade, das beschrifte, da die Thumbnails mache, dann das irgendwann veröffentliche. Das heißt, da müsste ein Yandic-Partner ja eigentlich schon längst, wenn das Video schon fertig war, in diesem Zeitraum seit es veröffentlicht haben, aber irgendwie kommt es trotzdem öfters auch dann nach mir, was für mich dann so aussieht, als würden die ihre News doch nicht vorab kriegen, sondern vielleicht auch dann erst kurz davor und müssen dann trotzdem auch erst, also ist der Unterschied vielleicht gar nicht so groß zwischen der Yandic-Partner und nicht der Yandic-Partner, weil du trotzdem jetzt nicht diesen extrem riesen Vorteil hast. Und dann fragen die Leute immer wieder, Ramses, wieso bist du kein Yandic-Partner? Weil ich dann nicht jetzt hier mit Schnauzer und ohne Brille sitzen könnte. Das würde der Yantic nämlich nicht gern sehen. Wie Menas Moos. So. Lukas, ein neues Shiny in der Sammlung. Shiny Unra Tytox dabei. Was ein Zufall. Einfach ein Krebskorps und ein... Und die Weiterentwicklung und die Vorentwicklung auf jeden Fall von dem roten Tintenfisch, ne, der eigentlich ein Krebs ist. Eigentlich ist es ja ein... Ja, ist ein Flusskrebs. Sitzt direkt nacheinander, sieht auch gut aus. Lukas hier noch mit einem Shiny Fukano. Bei... Nee, die... Leute. Die Nachttour macht sich bezahlt und das doppelt. Lukas hier mit Mogelbaum und Makuhita wild gefangen in der Nachttour. Marco Fedex mit dem Shiny Kassatur plus, ach nee, das ist dann Markus mit dem Shiny Raupi plus Shiny Schlur plus Shiny Nebulak plus Shiny Alola Radfratz plus Shiny Owei. Tyrakrok mit einem Homestop, wie er sagt. Das ist mein neuer Homestop, aber ich habe erst gedacht, das ist wirklich so und er hat irgendwas eingereicht, aber das sieht ja so bearbeitet aus, wenn ich das da oben mir mal so betrachte. Ramses und Ispo, für jedes Abo trinkt Ispo ein Bier. Das Bild, das ist doch vom Ispo seinem, Ispo der dicke Kanal, oder? Daniel Schilling gefunden, wieder beim Alexander Ahringer. Er stalkt halt weiter und verfolgt. Endlich Shiny Remoraid im Pokémon Go, immer noch Alex hier, ein Scorpions aus der Schattendschungelforschung, 100% Sonnenkern. Robert, Shiny Cognodon geplust heute fürs Mittwochsvideo. Wie willst du jetzt aber erkennen, dass das geplust ist? Ich meine, man sieht ja nur gefangen in der Wildnis und ein roter Ball. Wenn du das jetzt andrückst und im Fangbildschirm hast und dann einen roten Ball drauf wirfst und das fängst, dann steht ja auch da gefangen in der Wildnis mit dem roten Ball. Kann man nicht wissen, dass das geplust ist. Außer man sagt, wer würde denn schon ein Shiny mit dem roten Pokéball fangen? Würde man doch normalerweise goldene Beere, goldener Ball, Meisterball, alles was man hat draufwerfen, damit das drin bleibt. Niemals würde man mit einem roten Pokéball da draufwerfen, weil das ja fliehen kann. Wilde Shinies können fliehen. Daher muss man das jetzt einfach glauben. Ansonsten zeigt er uns, wenn er Cock eingibt, was es bei ihm alles anzeigt. Habt ihr auch Cocks in eurer Liste? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann haben wir hier Ben. Ich glaube, das erste Mal, hallo Ben. Ben, wer bist du? Das erste Mal, dass ich Ben höre. Ben mit einem 100er Sneeble. Shiny Shadrago.
100er Radikal, was glaube ich getauscht, durch einen Tausch 100er wurde. Elke mit einem Shiny Baumboll, Shiny Knospi, Shiny Baumboll, bisher sehr blütenreich unterwegs. 100er Baumboll, also es bleibt beide dabei. Und Lennart hier mit dem Techno-Pummeluff, Metall-Cyborg-Ding. Ich glaube, Cyborg-Pummeluff hat er glaube ich geschrieben. Sieht auf jeden Fall sehr mysteriös aus, also das ist ein Screenshot, der ist Gold wert, ja. Den werde ich wahrscheinlich auch als Thumbnail machen. Auch von hinten nochmal, wie das aussieht mit diesen, wie so eine Kanonenkugel, aber diese rötlichen Ohren dabei, alles. Das müsste ein Kostüm sein. Macht mal jetzt das Ostern, macht mal dieses Kostüm dahin, obwohl das wäre dann was für Halloween vielleicht noch. Jojo aus dem Fünfer-Eiche, Shiny Rabauts gebrütet. Jojo, nett, 100% Cabofalla mitgenommen, 24,96 sogar mit Wetterboost. Ich feiere immer noch die Werte, 24,96 und 19,96, dass das beides immer kurz vor dem nächsten Punkt ist, also statt 2000 und 2500, kann man sich mega gut merken. Brainy hier, schwupps ausgebrütet, Shiny Panzer Aeron, dann könnte er sich ein 100er Shiggy erlösen. Und dann habe ich von Dustin in Instagram Bilder bekommen. Da nehme ich ja eigentlich nichts an, aber weil der Name da steht bei ihm, ich weiß nicht, wie er das geschickt hat, und da steht der Name da, habe ich es jetzt doch angenommen. Shiny Boreos, Shiny Traumado, Shiny Glibungel, Shiny Glibungel, 100er Skorgler, 100er Boreos, Alola Mauzi, Shiny, Shiny Hutut. Ist es immer noch derselbe? Warte mal, jetzt muss ich mal zurück. Doch, Dustin. Shiny Hutut, 100er, Hunduster. Und dann hier noch was von Carlito. Habe ich jetzt auch mit reingenommen, weil es heute eh nicht so viele Bilder waren. Der hat nämlich geschrieben, circa eine Minute nach der Rampenlichtstunde in der Wildnis abgestaubt. Vielleicht das wieder was für Raider Mittwoch. Übrigens, danke für den Stream am Samstag mit Capo Falla. Da ist er bis jetzt der Einzige, der sich dafür bedankt hat. Und ihr seht mal, wie das hier einfach... Ich dachte erst, das ist eine Muschel und ein Krebs und dabei ist es, steht einfach auf dem Kopf. Wenn ihr auch schon mal auf dem Kopf standet, schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten haben wir jetzt natürlich noch den Schocker der Woche. Erwartet aber nicht zu viel. Es haben mir ja keine Leute Bilder geschickt, also gibt es auch keine genialen Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Celal, denn der hat ein 100% Cabo Falla. Okay, aber Jojo hatte doch auch eins. Aber der Celal, der hat einfach direkt im ersten Raid, den Pokédex-Eintrag, das erste Cabo Falla, was er gemacht hat, direkt das 100er bekommen. Und das fand ich diesmal irgendwie richtig cool. Das fand ich einfach mega Luck, mega Glück. Aber weiß ich, dass das öfters mal auch Leuten so geht. Aber ich habe es, glaube ich, noch nicht gehabt. Ich habe das noch nie gehabt. Ich habe noch nie auf einem kleinen Account, okay. Oh mein Gott, guckt euch das doch an. Auf einem kleinen Account habe ich das mal gehabt, glaube ich. Mit Zamasenda war das, dass der Pokédex-Eintrag direkt das 100er war. Habt ihr schon mal direkt einen neuen Raid-Boss im Pokédex-Eintrag aus dem Raid in 100% bekommen, beim allerersten Mal? Schreibt's mal in die Kommentare. Ansonsten Grüße gehen raus an Celal, Grüße an den Rest. Ich hoffe, wir sehen uns heute Abend in der Raid Mania. Die Leute, die da raiden, laden ein, und die Leute, die nicht raiden, können ja in den Chat und können die ganze Zeit spammen, dass ich noch mehr Kopfschmerzen kriege. Und ansonsten sehen wir uns dann, wie gesagt, heute Abend. Und denkt dran, heute auch Raw und Wrestling und am Wochenende Hannes und WrestleMania und Pupsi und Umzug, und ich muss es immer wieder sagen, oh mein Gott, da kommt noch einiges auf einen zu, mein Bein pochert, tschüss. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.